Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich Sie im neuen Jahr im Namen der Zentralvereinigung begrüßen. Mein Name ist Maria Auböck. Seit kurzem bin ich als Präsidentin dieser Organisation gewählt worden und ich möchte in dieser Eigenschaft unseren Sponsoren hier vor allem, also Bene, ganz herzlich für die kontinuierliche Unterstützung unserer Aktivitäten danken. Natürlich auch unseren anderen Jahressponsoren. Und ich freue mich, dass wir von nun an von dieser Veranstaltung, die heute von Judith Eibelmeier bestritten wird, also das Semester geht weiter, bis in das Frühjahr hier sehr interessante Vorträge, Veranstaltungen hören. Und Sie, die noch vielleicht nicht oft hier waren, möchte ich bitten, auch Ihre E-Mail-Adresse uns zu lassen. So können wir Sie auch weiterhin informieren. Heute ist etwas ganz Besonderes passiert. Judith Eibelmeier ist als Architektin eine sehr bekannte Persönlichkeit hier in unserer Region. Und wir haben es geschafft, dass wir zwei Voreinführungen machen, denn Franziska Leeb wird jetzt übernehmen. Judith Eibelmeier kommt aus einer architekturaffinen Familie. Ich freue mich auch zu sagen, dass schon der Großvater und der Vater als Holzmeisterschüler bekannt sind, die Mutter als Kunstkuratorin, die Geschwister als Designer. Also das ist ja einfach ganz eindrucksvoll, aber vor allem dieses wirklich eindrucksvolle Werk, dieses Talent. Und wir wollen das jetzt in diesem Abend einmal Revue passieren lassen. Bitte, Franziska, mach die Einführung. Danke Ihnen. Ja, danke, Maria Auböck. Judith, schön, dass du da bist. Bauen, forschen, schreiben. Für Judith Eibelmeier schließt das eine das andere nicht aus. Seit 1991 betreibt sie ihr Atelier für Architektur in Theorie und Praxis in Wien, seit 2006 in Bürogemeinschaft mit Irmgard Frank, die ich heute auch herzlich begrüßen darf hier. In ihrem gebauten Oeuvre, von dem wir dann noch mehr sehen werden, finden sich von Ausstellungsgestaltungen über Interieurs bis hin zu Einfamilienhäusern, Geschäftslokalen, jenes Spektrum an Bauaufgaben, das von einem ganz kleinen Büro leicht zu bewältigen ist. Den gleichen Stellenwert räumt sie aber seit Anbeginn ihrer Karriere dem theoretischen Arbeiten ein, als Architekturkritikerin, viele Jahre im Spektrum der Presse, Buchautorin und Forscherin, Stadtforscherin, machte sie sich ebenso einen Namen wie als Kuratorin von Ausstellungen, unter diesen Ausstellungen so wichtige wie Moderat Modern, Erich Boltenstern und die Baukultur nach 1945 im Wien-Museum, 2006 war das, dann die Werk- und Lebensschau anlässlich des 95. Geburtstags von Anna Lilia Braun im Haus Wittgenstein 201 und eben dort drei Jahre vorher die Ausstellung über Herbert Eichholzer. Sie war 2001 bis 2003 Vorstandsvorsitzende der ÖKFA und hat ihre Laufbahn begonnen sozusagen als Studentin an der TU Wien und an der University of Michigan in den USA. Und ich habe, als wir damals an dem Buch über Walter Zschokke geforscht haben, in Walter Zschokkes Archiv, fanden wir einen sehr scharfen Leserbrief an Walter Zschokke, unterzeichnet von Judith Eibelmeier, Studentin. Ich habe es heute nicht mehr geschafft, ihn aufzutreiben, aber sie hat sehr fundamentale Kritik an der Architekturkritik des berühmten Kollegen geübt. Und er war es aber dann auch, der dich beim Spektrum, also der, glaube ich, dann länger als ein Artikel im Spektrum lang ist, der Judith geantwortet hat, aber sie dann auch empfohlen hat als Architekturkritikerin. Und das war, würde ich sagen, so ein Stand am Beginn der Anekdote. Ja, und dann auch mit der Amerika-Karriere ging es weiter. Sie hatte 2015/16 eine Fulbright-Gastprofessur inne, die auf ihren Forschungen für das 2003 erschienene Buch Lernen vom Raster, Strasshof an der Nordbahn und seine verborgenen Pläne aufbaute. Weitere Buchpublikationen sind die Kataloge zu den erwähnten Ausstellungen. Mit Iris Meder hat sie ein großartiges Buch über das Hochhaus Herrengasse verfasst, mit Peter Peyer eins über den Donaukanal. Diese Bücher sind übrigens dann auch hinten zu besichtigen und auch zu
erwerben. Also ich würde Ihnen das sehr ans Herz legen. Der Teufel steckt im Detail, lautet der Titel einer Sammlung Ihrer Texte, die da 2010 im Metro Verlag erschienen ist. Liebe Judith, manchmal glaube ich jetzt, der Teufel verbirgt sich mittlerweile nicht mehr nur im Detail, sondern zeigt seine Fratze ganz ungeniert. Dennoch, das konnte man damals nicht wissen, was kommt. Wir freuen uns darauf, mehr Details über deine vielfältige Arbeit zu erfahren. Ja, also vielen Dank für diese wirklich empathische Einführung. Und ich bin wirklich froh, jetzt hier sprechen zu können. Vor allem aus einer Erfahrung, die vielleicht ein bisschen erklärt, was sozusagen da mein Problem ist, jetzt in dem, was ich alles so mache. Ich habe da offensichtlich wirklich zwei Identitäten. Das ist mir nämlich in der Architekturszene, so wie hier jetzt einige sind, am meisten passiert ist, dass Leute gesagt haben, was du baust auch. Wenn ich gesagt habe, ich bin eigentlich Architektin. Und wenn ich aber in meinem Kernberuf und mein Hauptberuf, mein Brotberuf ist die Architektur, also damit verdiene ich das Geld. Das Schreiben kann fallweise gut sein fürs Budget, aber meistens ist es das eher nicht. Dann sagen die Leute zu mir, wann machen Sie das in Ihrer Freizeit? Und sozusagen diese beiden Dinge sich jetzt einmal zu überlegen, worum geht es mir eigentlich oder was ist wirklich meine Kernkompetenz oder was ist mir wichtig? Dafür war dieser Vortrag jetzt wichtig, dass ich mir das selber mal zurechtlege. Deshalb bedanke ich mich bei der ZV und ich bedanke mich auch bei der Firma Bene und der Host ist mein Bruder, was aber jetzt wirklich ein Zufall ist, also das muss ich ausdrücklich sagen, das hat damit nichts zu tun. Aber die Architekturszene in Österreich ist halt auch nicht so groß und man trifft aufeinander. Genau, worum geht's? Wir sind alle Architekten, es geht natürlich immer um den Raum und ich versuche aber den Raum jetzt auszuweiten auf den Wirkungsraum sozusagen. Habe dazu meine Freundin, Grafikerin Katharina Erich gebeten, mir ein bisschen quasi zu helfen und sie hat dieses quasi Art Logo entworfen, an dem ich mich entlanghandeln werde. Also mir ist wichtig, unterschiedliche Kompetenzen sozusagen in Art Gebäuden darzustellen und dazwischen einen Raum, der sich aufspannt, der für mich der Wirkungsraum oder der Erfahrungsschatz, wie auch immer ist. Und der hat mich offensichtlich im Laufe der Zeit da rausgebracht in den Raster, also aus dem sicheren städtebaulichen Gefüge jetzt unserer Kultur, der mitteleuropäischen Kultur, habe ich mich jetzt in den letzten Jahren in den Raster hinausbegeben und ich werde jetzt kurz erzählen, wie das passiert ist. Ich werde am Anfang über die Architektur reden, dann über das Schreiben und der zweite Teil ist dann dem Thema Strasshof gewidmet, das mich letztendlich nach Amerika gebracht hat. So, also das Arbeitsfeld Architektur ist ein weites. Katharina hat gemeint, man könnte es als Feldarbeiterarchitektur bezeichnen, das war mir dann aber doch ein bisschen zu sehr quasi Hackler. Diktion, und dann dachte ich, das Arbeitsfeld ist schon ganz gut, weil es gibt da die verschiedenen Arbeitsfelder und die habe ich hier aufgezählt, mit denen ich mich beschäftige. Das ist einmal die Praxis, steht absolut an erster Stelle. Ich möchte auch dazu sagen, dass ich mache kleinere Projekte, ich mache keine Wettbewerbe, wenn dann geladene, aber keinen freien Wettbewerb. Ich habe ein kleines Büro mit meiner Kollegin Irmgard Frank als Partnerin, aber auch mit zwei Mitarbeiterinnen, die wirklich als Superteam mit mir sozusagen funktionieren. Aber ich mache immer Baudurchführung, Bauleitung selber, womöglich. Es ist mir ganz wichtig, weil gerade in den kleinen Projekten natürlich bis in die Bauleitung hinein die Dinge nur dann passieren, wenn man auch dahinter ist, dass sie passieren. Dann das zweite, Architekturkritik und Stadtbetrachtung, ist auch eine Form der Reflexion. Also das ist natürlich nicht nur, dass man jetzt über andere schreibt, das zeigt einem auch immer ein bisschen, wo steht man selber oder ich weiß auch nicht warum, aber es war mir halt immer wichtig, über Architektur an sich auch zu reflektieren. Im Laufe der Zeit ist dann die Vermittlung dazu gekommen. Es ergibt sich so, dass wenn man über die Dinge reflektiert, das offensichtlich auch sozusagen gefragt ist, was die Meinung ist. Ich bin in den ÖGFA-Vorstand gewählt worden.
Daraus ergeben sich weiterhin dann Publikationen, die Kuratierung von Ausstellungen, Vortragstätigkeit und zu guter Letzt in diesem Bereich sozusagen Wissenschaft, Feldforschung, die mich dann in die Lehre gebracht hat, und zwar mit einer Fulbright-Gastprofessur in die USA im Jahr 2015. So, das erste Kapitel, Raum, widmet sich der Praxis, Raum schaffen, Raum erweitern. Ich habe ungefähr seit 1991 150 Projekte gemacht. Das sind wirklich oft auch sehr kleine Projekte, Interventionen in Wohnungen, in kleinen Häusern, die jetzt nicht so der fancy Stuff sind, ja, aber wo mir schon eigentlich bei jedem kleinsten Projekt es wichtig ist, so zu intervenieren, dass die Funktion besser wird, dass Räume quasi besser belebt oder erlebt werden können. Also es ist sehr oft Bauen im Bestand. Es sind meistens Aufträge durch Empfehlung, also aus Direktvergaben. Ich mache eben keine freien Wettbewerbe. Und ich zeige Ihnen jetzt 15 Beispiele seit dem Jahr 2000. Genau, vielleicht noch vorab. Also Praxis und Theorie waren für mich gleichwertig seit dem Jahr 91. Ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, aus unterschiedlichen Gründen, aber der eine war, dass ich eigentlich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sofort Aufträge gehabt habe, Wohnungszusammenlegung oder sozusagen erster Start ins Berufsleben, und ich mich beworben hatte beim Architektur- und Bauforum gleich nach Abschluss des Studiums und umgehend eigentlich zu schreiben beginnen durfte, und dadurch hat sich das sozusagen ganz gut ergeben. Ich fange mit dem jüngsten Projekt an, es geht jetzt von 2017 hinunter, im Jüdischen Museum Wien, eine Ausstellung kuratiert von Iris Meder, mit der ich sehr viel wissenschaftlich zusammengearbeitet habe und auch weiterhin arbeiten werde. Sie hat eben die Kuratierung gemacht zur Helena Rubinstein, Pioneer of Beauty Ausstellung, eine Personalie über die Erfinderin quasi der Schönheit. Und wie es immer so ist bei Ausstellungsgestaltungen, wenig Budget, was kann man machen? Ich habe mich bemüht, ein System zu finden, das quasi einen roten Faden über alles drüber legt, um die Dinge, die in unterschiedlichen Erdteilen stattfinden, unterschiedlichen Ländern zusammenzufassen. Es ist eine wirklich sehr billige Ausstellung, aber im Zusammenspiel mit dem Grafiker Stefan Fuhrer, mit den richtigen Farben, hat sich dadurch irgendwie ein ganz stimmiges Bild ergeben. Ist noch bis Mai zu sehen, wen es interessiert. Es ist auch ganz lustig, also es ist jetzt nicht so eine ernsthafte akademische Sache. Was mir auch immer wichtig ist, ist sozusagen nicht nur Recycling, sondern auch Upcycling. In dem Fall waren Spiegel noch von einer anderen Ausstellung im Jüdischen Museum vorhanden, und die habe ich dann genommen, um in diesem hinteren Raum quasi einen Kosmetiksalon einzurichten, den mit diesen Acrylmöbeln aufzupeppen und nach Loschen Vorbild den Raum halt zu vergrößern. Die Maisonette in Burgersdorf, das ist jetzt ein Beispiel sozusagen für meine Hauptkompetenz. Man kriegt eine Wohnung und es geht um eine Sanierung, und dabei schaut man aber jetzt nicht nur, dass, wie in diesem Fall gewünscht, man die Küche von dort unten darauf bringt, das war sozusagen der Wunsch der Bauherren, sondern dass man im Zuge dessen auch ein bisschen umräumt und aufräumt und ausräumt. Also da, das ist eine Split-Level-Wohnung auf 4 Etagen. Ich schaue, dass ich diesen Kasten wegbringe und sozusagen da jetzt hinunter mich gut in die unteren Räume bewegen kann, und gleichzeitig gibt es ein Upcycling eben auf allen Ebenen. In dieser Zwischenetage da unten wird sozusagen ein Empfangsraum geschaffen, der als Verteiler dann in die hinteren Räume und hinauf in den Wohnraum dient. Also sowas ist auch eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung, wo man mit eigentlich wenigen Eingriffen ein völlig neues Raumgefühl erzeugen kann und ja, und den Leuten eine neue Funktion in ihrer bekannten Wohnung gibt. Das ist auch ein
eigentlich unser größtes Projekt gewesen, mit Irmgard Frank gemeinsam 2015 und 2016, der Zubau zu einem vorhandenen Röntgeninstitut. Es ging um die Erweiterung des Röntgeninstituts, also für eine Privatpraxis, ein privates Schnittbildzentrum, das im oberen Bereich auch noch um vermietbare Ordinationen erweitert werden soll. Also ein relativ großer Baukörper. Und ich muss sagen, auch das macht einfach Spaß, wenn man sowas kriegt, ja, dass man sich irgendwie überlegt, wie kann ich das entschärfen. Also ich habe jetzt nicht die Idee, ich muss das gleich alles vernichten oder ich muss weg mit diesem komischen Giebel. Nein, man muss halt schauen, dass man damit umgeht, dass man damit spielt, dass man es einbindet. In dem Fall haben Irmgard und ich hier eine, sozusagen ab hier einen Baukörper vorgelegt, vorgezogen, dieses Ding zurückversetzt, dadurch entschärft und irgendwie, ja, es ist halt noch da, man hat von da oben einen wunderbaren Ausblick, es ist ein schöner Sozialraum und trotzdem ist es ganz was Neues und man lässt sich sozusagen in der eigenen Formensprache jetzt nicht unbedingt von dem irritieren. Genau ist der Baukörper, das Ganze steht in Mödling in der Nähe des Bahnhofs. Hat eine ziemliche Frequenz, was ganz lustig ist, dass das jetzt eigentlich ziemlich viele vom Vorbeifahren kennen. Und man sieht jetzt innen, worum geht es wieder? Es geht um im Innenraum um perfekte Abläufe, um gute Materialien. Das soll quasi funktionieren. Es ist ein privates MR, das man hier sieht. Ein CD gibt es auch. Das Ganze muss im öffentlichen Auftritt so wertig sein, dass Kunden kommen. Ja, man muss in dem Bereich Kunden ansprechen. Insofern haben wir schon geschaut, dass wir wirklich mit hochwertigen Materialien arbeiten, damit die Leute wiederkommen oder empfehlen. Und das hat dann aber der Chefin dieses Röntgenzentrums so gut gefallen, dass sie ihre Kassenordination auch umgestaltet hat. Das heißt, das war vorher, das ist nachher, es geht nicht nur wieder ums Design, die Materialien des Mobiliars, sondern um wirklich gut funktionierende Funktionsabläufe und um Vergrößerung des Raumes, dass man schaut, wie kann man sieht hier, wir haben eine Wand rausgenommen, uns nach hinten erweitert, um den ganzen Ablauf auf diesem relativ engen Raum besser zu organisieren. Etwas ganz anderes. Ein Haus in Garming in Niederösterreich, dass die Bauherren grundsanieren wollten, nicht nur jetzt bautechnisch, liegt an einer ganz befahrenen Straße direkt an der Kartause, das ist die Kirche von der Kartause in Garming, wo wirklich viel Schwerverkehr ist, das heißt, es ging darum, baulich zu entkoppeln, hier wirklich Dämmschichten einzuziehen, um die Straße von dem Gebäude zu trennen, weil durch vorbeifahrende LKW das einfach gewackelt hat und den Urzustand womöglich stilistisch wiederherzustellen. Das Haus ist klassizistisch aus dem frühen 19. Jahrhundert und wir haben anhand der Fotos versucht, sozusagen die alte Fassadenorganisation wiederherzustellen. Wir haben da eine Holzfassade gemacht, südwestseitig, und ein bisschen die Öffnungen vergrößert, damit man sozusagen mehr Lebensqualität hat. Was wir aber nicht wussten, war, dass hier immer eine Holzfassade war. Von der Fassade hatte ich keine Fotos, wir haben das nicht gewusst und den Bauherren passiert das jetzt, dass die Leute kommen und sagen, mein Gott, das habt ihr schön gemacht, das war ja immer in Holz. Also es kommt gut an und das sind Dinge, die mich dann einfach freuen. Auch wenn das jetzt eine ganz banale Restaurierung, Sanierung ist, aber solche Dinge mache ich gerne, weil die ursprüngliche Qualität dieses Gebäudes wiedergegeben ist. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte, war, ich hätte gern das Dach in Ziegel gemacht, aber das wollten die Bauherren nicht, aber ist auch okay. Jetzt ein Geschäft im ersten Bezirk, Blaulichtdesign, und zwar vis-à-vis, da gibt es zwei Geschäfte, falls jemand die Ecke kennt. Wir haben das 2002 schon einmal baulich umgebaut, aber im Jahr 2014 gab es noch einmal ein Relaunch innen. Auch da wiederum, es geht darum, den Raum zu öffnen, attraktiv zu machen, die Leute reinzuholen und dann aber auch eine Formensprache zu finden, die die Ware, und das ist viel bunte Ware, also Lampen und Accessoires,
so aufzuwerten, dass sie gut zur Geltung kommen. Das ist ein glänzendes Laminat in Anthrazit. Dadurch sieht man die Spiegelung von außen her und sozusagen als gute Präsentationsfläche für die Ware. Das habe ich jetzt speziell für die Maria gemacht, weil vis-à-vis vom vis-à-vis ist das eigentliche Blaulicht und da ging es nur darum, das Portal irgendwie schön neu zu machen. Und als Attraktion habe ich ein sogenanntes Elefantenohr von den Auböck-Werkstätten nachgießen lassen mit der Eingravierung vom Blaulicht. Und das funktioniert sehr gut, also sozusagen als jetzt, wie soll man sagen, Logo in der Tür hat das durchaus seine Berechtigung. Ein anderes Bauwerk, das ich wirklich gerne mag, auch ganz was Kleines, was Bescheidenes. Ein Siedlungshaus im 22. Bezirk, das, wie es den Gegebenheiten damals entsprochen hat, sozusagen komplett geschlossen zum Garten ist, der ein reiner Nutzgarten ist. Grundfläche 40 Quadratmeter. Es ging darum, das so zu erweitern und zum Garten zu öffnen, dass das ein attraktiver Wohnraum wird. Auch wieder wenig Budget, Bauherren, die sozusagen ihr ganzes Geld, das sie haben, einem anvertrauen, dass man das Beste rausholt. Und solche Dinge mache ich einfach gern. Das heißt, nicht nur, dass wir zugebaut haben, eben nochmal 30 Quadratmeter, ich habe auch versucht, innen so weit aufzureißen, dass der komplette Raum neu erlebbar ist, sprich, man nimmt hier die Wände weg, man schließt trotzdem mit gläsernen Zwischenwänden so weit ab, dass die Räume abteilbar sind, aber vor allem, man öffnet sich zum Garten, der sozusagen dem Haus erst die Qualität gibt, die möglich ist. Hier die Küche ist als Durchgangsfläche und hinten geht es dann weiter in den Garten. Es ist wirklich ganz klein, aber sowas macht Spaß. Wieder ein Projekt gemeinsam mit Irmgard Frank, und zwar die Bibliothek, Umbau der Bibliothek der Arbeiterkammer in Graz. Das war ein Folgeauftrag von einem anderen Arbeiterkammerprojekt. Auch da wieder, es gab diese vorhandenen Regale, die im Buche, ja, kann man jetzt sagen, nichts Besonderes sind. Aber wir haben uns entschlossen, aus Kostengründen die Regale einfach zu behalten und so einzuhausen, dass sie eine Attraktivierung erfahren. Aber es ist jetzt nicht unbedingt immer notwendig, alles rauszuschmeißen und neu zu machen, sondern stattdessen haben wir uns halt eines guten grafischen Büros, wo hat schon Partner bedient, die geschaut haben, dass sie ein wirklich gutes Leitsystem entwickeln. Das heißt, wiederum, wo liegt die Präferenz? Es liegt dann eher die Präferenz, Geld für etwas zu verwenden, um einen Mehrwert zu erzielen, als jetzt unbedingt alles immer neu machen zu müssen. Wir haben eine Lounge eingerichtet, die auch sehr gut angenommen wurde, wo die Leute gerne kommen, einfach zu lesen. Man muss dazu sagen, es ist nicht eine Bibliothek, es ist eine Bücherei. Das heißt, es kommen viele Menschen einfach von der Straße, es ist ein sozialer hat eine soziale Funktion und eine wirklich wichtige Bildungsfunktion in Graz. Dann, das ist auch eines, wirklich fast, würde ich sagen, meiner Lieblingsprojekte, geringes Budget, 180.000 Euro brutto Projektgesamtkosten. Also wir alle wissen, das ist jetzt nicht gerade wahnsinnig viel. Es sollte ein Wochenendhaus werden am Felsersee, Fels am Wagram, an einer Schottergrube. Und ich habe dann mit Fertigteilen diese Geschichte quasi hingestellt und innen eine komplette Holzkonstruktion abgekoppelt von diesen Betonwänden hineingestellt. Warum diese Betonwände? Das war Bau. Wie wir wissen, Form follows Paragraph, also bauordnungsgemäß, weil das sozusagen in der Breite der Grundstücke gekoppelt gebaut werden musste und man die Feuermauern an beide Grundstücksgrenzen setzen musste. Also das war die Vorgabe und ich habe halt versucht, das durch diese Betonstruktur vor allem wieder günstig und irgendwie ein bisschen attraktiver zu machen.
Also ich mag sehr gern diese Skulptur eigentlich, die einem von vornherein schon diesen Raum definiert, und in dem haben wir dann diese Schachtel hineingestellt, die vorne mit Holz und auf der Rückseite mit Eternit verkleidet wurde. Und wiederum, worum geht es? Es geht um die Einbeziehung des Außenraumes, der attraktive Blick auf den See, eine ehemalige Schottergrube, volle breite Öffnung zum attraktiven Blick. Hier eine Wohnung, Sanierung einer Altbauwohnung, wo es um eine sozusagen Komplettsanierung baulich und formal ging, wo auch alte oder bestehende Einbauten wie dieses Bücherregal natürlich belassen wurden, so wie sie sind. Aber gewisse Defizite, die die Wohnung hat, nämlich dass sie in einer engen Gasse ist und relativ dunkel ist, durch Details wie dieses hier mit einem vorgelagerten Lichtband an der Vorhangschiene sozusagen aufgewertet werden, dass man durch Detailarbeit eine bessere Lebensqualität erreicht. Das ist sozusagen die dunkle Seite gewesen. Die helle Seite geht in einen Park, und da war wiederum wichtig, dass man die Fenster öffnet, dass man die Wände rausreißt und mit einem schmalen, aber doch attraktiven Balkon hier sozusagen erweitert, um eine Küche, die in dem Bereich war, und ein Kabinett dahinter zu einem schönen Raum, ja, einfach größer macht. Wiederum geht es um Alt- und Neu-Verbindung, hier neues Mobiliar, aber auch ein Kasteneinbau aus den 70er Jahren, stinknormal auf gut Deutsch, einfach weißes Resopal, aber in dem Moment, wo ich es mit Alu oder mit anderen Dingen kombiniere, kann ich das lassen und quasi weiterverwenden. Dann ein Haus in der Lobau, ein Familienhaus, das relativ kompliziert war, weil es war ja sozusagen Kleingarten-Wohnhaus aneinander gekoppelt, das eigentlich nicht hätte verbunden werden dürfen. Das muss man dann heimlich machen, dass die beiden Gebäude verbunden werden. Das war relativ schwierig, aber im Endeffekt war ich dann mit dem Ergebnis auch zufrieden. Und hier sieht man ganz leicht, dass es da so einen Giebel gibt, und das sind auch Dinge, ich meine, es gab dann zwar Probleme mit dem Bauherrn, ich will das nicht beschönigen, aber was lustig war, die sind da gesessen, ein Ehepaar, und er hat gesagt, mein Haus hat ein Dach, und sie hat gesagt, ich will eine coole Kiste. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wie machen wir das? Und jetzt haben wir halt das Dach, also er hat sein Dach gekriegt, das ganz flach ist, und dann gibt es aber so Vorbauten, dass man eigentlich das Dach nicht sieht, außer man steht direkt daneben. Und so kann man sich halt dann auch irgendwie behelfen, dass man quasi jetzt da nicht sich auf eine Seite hauen muss, der Bauherrn. Worum geht es wieder? Es geht um die, man sieht also direkt am Heustadelwasser, Mühlwasser, eine wunderbare Gegend. Das liegt am Schilfweg, wie unschwer zu erkennen ist, und von innen her die komplette freie Sicht in dieses wunderbare, abgelegene Grüngebiet. Ja, auch das, eine kleine Aufgabe, aber ich finde mit ganz sozusagen wichtigen Effekt. Ein Kindergarten, privater Kindergarten in Breitensee, das waren die Gegebenheiten. Es ging darum, ja, auch wieder alles zu sanieren, auch räumlich zu verbessern, noch einen zusätzlichen Raum zu schaffen. Aber es geht um Klärung. Es geht um Klärung des Raumes. Es gibt hier einen Einbau, in den alles Mögliche einfach via Schiebetür hineingeschoben oder wieder hervorgeholt werden kann. Aber dieses ganze Chaos existiert dann nicht mehr, und man versucht mit warmen Farben, mit einem guten Licht, auch für die Kinder und vor allem auch fürs Personal ein angenehmes Umfeld zu schaffen. Und auch solche Dinge, wie dass Türen halt dann bis hinuntergehen, wenn die Eltern kommen und reinschauen und die Kinder von drinnen schon rausschauen können, nämlich auf dieser Höhe, wer kommt mich abholen, sowas ist mir halt auch wichtig. Dann das einer eigentlich der größten Aufträge, der wahrscheinlich in eine andere Richtung hätte führen können, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre. Die Arbeiterkammer wurde umgebaut,
im großen Stile von Büro Nehrer und Partner. Und ich wurde eingeladen zu einem geladenen Wettbewerb, 3-4 Teilnehmer, glaube ich, für die komplette Innenraumgestaltung. Und da ging es aber nicht nur jetzt um Möbel, sondern es ging eigentlich um die Funktionsdefinition in dem ganzen Gebäude, Arbeiterkammer Wien in der Prinz-Eugen-Straße. Wir haben diesen Auftrag gekriegt, also ich habe den Wettbewerb gewonnen, wir haben den Auftrag gekriegt und dann hat aber leider der Kollege gesagt, nein, er will das nicht, also das geht gar nicht und wenn ich jetzt diesen Teil mache, dann schmeißt er alles hin. Dadurch durften wir das leider nicht machen, aber der Direktor Mumm hat dann durchgesetzt, dass wir zumindest diese Pulte bauen durften. Also gut, ich meine, da denke ich mir manchmal, wenn das möglich gewesen wäre, dass das als unser großes Projekt jetzt Arbeiterkammer Wien durchgeführt worden wäre, dann hätte vielleicht auch meine Karriere wieder eine andere Wendung genommen. Weil dann wären wir vielleicht einmal drin in einer Schiene, dass man zu mehr Wettbewerben eingeladen wird, aber das hat sich so leider nicht ergeben. Egal, wir haben dieses Pult im Empfang gemacht und dann vor allem das sogenannte Erstberatungspult, das wiederum also schon nur von der Verortung unsere Idee war, das wäre nämlich ursprünglich an ganz anderer Stelle geplant gewesen und das an einen sehr hohen Anforderungsgrad an Funktion hatte. Weil es wurde uns gesagt, die Leute kommen total geladen, angefressen, sozusagen, denen wurde Unrecht getan, wollen sich hier erst beraten lassen und brauchen relativ klare Distanz zum Personal, das beratet. Also es ging da wirklich um ganz harte Funktionsanforderungen und es funktioniert bis heute sehr gut und ich bin eigentlich noch immer sehr froh, dass wir zumindest das machen konnten. Und der Direktor Mumm, der war mir immer sehr zugetan oder irgendwie sehr nett und wir durften dann zumindest noch auf der Direktionsetage oben im Bestand, in dem 50er-Jahrbau, dieses Empfangspult machen. Und auch hier, das zeige ich immer gern, also ich habe öfter auch Vorträge bei Laien, wo ich ein bisschen versuche, auch den Nimbus des Architekten zu nehmen, indem er sagt, schaut, wir wollen euch ja eigentlich nicht was Böses, wir wollen euch ja bessere Sachen machen, als ihr vorher hattet. Deshalb habe ich dieses Beispiel ganz gern als Vorher-Nachher. Typisches Baumeisterhaus aus den 80er Jahren mit solch charmanten Details wie diesen abgebissenen Fenstern hier. Egal, worum geht es? Es geht darum, den Auftraggebern einen schöneren neuen Raum, einen Zugang zum Garten zu verschaffen. In dem Fall wurde hier zugebaut mit einer Treppenanlage in den vorher überhaupt nicht erschlossenen Garten, vom Wohnraum, der hier dahinter liegt, zu ermöglichen und einen Essplatz zwischen Garten und Küchenvorplatz zu schieben und das Ganze irgendwie architektonisch kenntlich zu machen. Bei diesem Haus im 16. Bezirk ging es wiederum darum, kompletter Neubau, so groß wie möglich. Die Ansage war, so groß wie möglich, was geht an Raum rauszuholen. Daher haben wir uns versucht, abzugraben, noch belichtetes Untergeschoss zu finden und ein komplett ausgebautes Dachgeschoss, das dieser Art dann stützenfrei einen großen Raum gebracht hat. Und es ist im 16. Bezirk, hier hinten sieht man bis auf die Steinhofkirche. Innenraum möglich transparent, offene Stiegenhäuser, viel Licht, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Und auch Mobiliar womöglich eingeplant, mitgeplant. Und das erste Einfamilienhaus, das war gemeinsam mit Christa Buchinger im Jahr eben 98 geplant, 2000 fertig geworden, auch in Mödling, das noch immer, muss ich sagen, eigentlich auch wie neu ausschaut, also wenn ich dort bin, freue ich mich. Auch hier der Schmäh, wir haben abgegraben, dadurch unten noch ein halbes Geschoss sozusagen voll rausgeholt. Auch hier ging es darum, möglichst viel Raum zu schaffen. Unter diesem Zugang sind die Autos versteckt, man fährt hier runter und kann da einparken, hat unten einen Zugang, hat oben einen zweiten Zugang und genau, und es steht in einem, also
Neubaugebiet von Mödling relativ eng angebaut an der Seite und auch hinten. In dem Bereich sind Reihenhäuser, die wirklich hässlich sind. Aber nebenan ist ein wunderbares Grundstück gewesen, das einem nach wie vor diesen schönen Ausblick gibt und deshalb dieses Eckfenster, so wie es da zu sehen ist. So, das andere Arbeitsfeld. Raum geben, sich Sprachraum nehmen. Es geht jetzt um die Architektur, Kritik und Stadtbetrachtung. Jetzt komme ich zurück, was die Franziska erzählt hat. Also ich habe seit 1991 für diese Medien geschrieben. Das stellt sich in meinem Regal so dar, wobei das ist nicht alles, habe ich dann nachher erst gesehen. Ich habe eben begonnen bei Architektur und Bauforum als Fachmagazin. Und wie das halt dann so ist, wenn man mal schreibt, dann geht sozusagen der Fächer auf und man wird von immer mehr Zeitschriften auch irgendwie gebeten, also Beiträge zu liefern. Und es war aber schon relativ bald meine Intention, hier zu landen. Also das Spektrum als das Medium der Architekturkritik und vor allem auch jetzt für Laien. Ja, es ist mir ein großes Anliegen, Nicht-Architekten zu erklären, was Architektur ist, was Architektur kann, was es an Mehrwert bringt. Und das hat sich dann mit der Zeit ergeben. Und begonnen habe ich eben mit Leserbriefen. Der erste war, als ich bei Anna Lylia Braun, der betagten Architektin, die dann auch noch vorkommen wird, gearbeitet habe, gab es eine Ausstellung über Architektinnen, also erstmalig sozusagen das Gender-Thema in der Kammer, und die war in der U-Bahn-Station am Stephansplatz irgendwie unten so im Vorbeigehen ein paar aufgestellte Pappwände und ich habe mich darüber relativ aufgeregt mit ihr gemeinsam. Sie hat gesagt, sie haben uns bei den Klofrauen ausgestellt und so ähnlich war es auch und habe einen Leserbrief an den Falter geschrieben, der allerdings nie publiziert wurde, weil es dann Studentenaufstände gab und dann haben sie das irgendwie weggelassen, was mich relativ geärgert hat. Und der zweite Leserbrief war 1990, wo ich mich eben über einen Artikel von Walter Zschokke relativ aufgeregt habe und er mir dann aber einen sehr interessanten Brief geschrieben hat und da möchte ich jetzt nur kurz draus zitieren und der hat mich, glaube ich, dann schon sehr geprägt. Er hat mir nämlich einen dreiseitigen Brief geschrieben, was mich damals fast also ein bisschen eingeschüchtert hat, weil so ernst habe ich das ja gar nicht gemeint. Ich wollte ihn ja nicht verletzen oder so. Und er hat geschrieben, wenn Sie in einem Text nicht finden, was Sie gesucht haben, muss es nicht unbedingt am Text liegen. Das war sozusagen schon ein bisschen eine Zurechtweisung. Und als Schluss hat er geschrieben, dass meine Beiträge Anlass zu Verwirrung bieten, nehme ich positiv zur Kenntnis. Vor jeder Klärung steht eine Verwirrung. Mein Ziel ist nicht die Verbreitung und die Akklamation eines gestalterischen Kanons. Wenn sich qualifizierter Widerspruch regt, freut mich das. Es ist nicht die schlechteste Form, in einem Streit aufeinanderzutreffen. Meist lässt sich daraus was lernen. Und es war, ich habe das bei der Buchpräsentation vom Walter Zschokke Buch auch damals ein bisschen ausgeführt, aber das war für mich schon wirklich, glaube ich, auch ein Anlass zu sagen, na okay, also das möchte ich selber probieren. Und wir haben uns dann wirklich im Lauf der Jahre gut, ich möchte nicht sagen angefreundet, aber in gegenseitiger Wertschätzung sozusagen angenähert und ich habe ihm relativ viel zu verdanken, er hat mich im Späteren dann wirklich auch gefördert. Aber das ist sozusagen die Vorgeschichte. Ja, dann ging es los, Architektur- und Bauforum und schon von Anbeginn an eigentlich, der erste Artikel Sightseeing auf Distanz war dem Thema Stadt oder Stadtraum gewidmet. Ganz spannend war auch der Newsletter, da habe ich wie der, glaube ich, 96 erstmalig neu eingeführt wurde, habe ich sozusagen dieses Einserkastel gekriegt, wo man polemisch oder in einer kurzen Abhandlung sozusagen ein bisschen mit Humor oder pointiert die Dinge auf den Punkt bringen konnte. Und auch da war mir schon wichtig, Stadt. Ja, man kann das nicht gut lesen, aber der Titel ist Stadt im Bild, Bilder einer Stadt. Ich habe über Design geschrieben, ich habe immer wieder über Raumerfahrungen geschrieben. Das war auch ein ganz spannender Artikel im
im Perspektivenheft zur Frauenwerkstatt, das ganz klar auch feministisch war, was mir auch wirklich ein Anliegen ist. Also das geht mir immer auch um spezielle Frauensicht. Und es war ein Fotoessay von Margarita Spilottini und sozusagen die Idee, was sind Wohlfühlräume oder auch nicht. Irrwege in der Traviata-Gasse, auch ein Artikel, der ursprünglich für die Perspektiven geschrieben war, wurde dann von der Stadtbauwelt noch einmal aufbereitet bzw. überarbeitet. Auch ein Projekt, mit dem ich sehr kritisch war und wo ich sagen muss, es hat sich die Kritik durchaus als berechtigt erwiesen. Ich war jetzt wieder mal dort, ich kenne Leute, die dort wohnen. Eigentlich hat es schon gestimmt, was man kritisiert hat. Ich wurde dann eingeladen für die Zeitschrift der raumplanerischen Zeitschrift etwas über Peripherie zu schreiben und habe über Inzersdorf geschrieben. Und dieser Artikel Fremdwort Urbanität hat mich dann eigentlich zum Spektrum gebracht. Ich konnte leider diesen Artikel nicht publizieren, weil im Spektrum gibt es nur Erstveröffentlichungen. Aber was im Spektrum möglich war, ist eben wiederum sich den Sprachraum nehmen, dass man mit Objekten, Bauten oder Einrichtungen architektonischer oder auch nicht architektonischer Art, dass man darüber einfach schreiben konnte. Also es ist schon eine sehr große Chance gewesen, den Leuten ein bisschen zu erklären, was Sache ist. Und dieser Artikel war über das neue Dianabad und das eine wirkliche Katastrophe war und auch noch immer ist. Und das war der einzige Artikel, wo ich jemals sozusagen sowas wie Kritik erfahren habe, nämlich, dass die Raiffeisen als Investor nachgefragt hat bei der Presse, woher ich meine Informationen hätte. Und ich hatte Informationen, gebe ich zu. Aber sozusagen, das war auch das einzige Mal, dass mir wirklich passiert ist, dass etwas so richtig kritisiert wurde. Genau, ich habe aber sehr viel auch über Objekte eben von Kollegen geschrieben. Das heißt, es war mir immer auch wichtig, der Architektur, der guten Architektur, den Raum zu geben. Und das war eigentlich der erste Artikel im Spektrum, der dann auch in 8plus publiziert wurde. Wiederum ein Objekt, ja, es geht um Planung, aber mir ging es immer auch um den sozialen Input eines Projektes wie der Sargfabrik oder auch die Bücherei am Gürtel, die ich vor allem auch als eine stadträumliche soziale Intervention gesehen habe. Und ich habe bis 2012 regelmäßig im Spektrum geschrieben, jetzt nur mehr ab und zu anlassbezogen. Und einer der letzten Artikel war eben Panik hinter den Rollläden, der sich auf einen Vortrag über die Geschichte des Suburbs bezieht, worüber ich aber dann noch was sagen werde. Dies alles, nicht alles, aber vieles steckt in diesem Buch, das 2010 eine Artikelsammlung geworden ist. So, Vermittlung. 1997 bis 2003 war ich in der ÖGFA, davon 3 Jahre als Vorstandsvorsitzende. Und was passiert? Man wird quasi mit Vermittlungsaufgaben konfrontiert, man verdient dabei nichts, man gibt sozusagen sein Letztes, aber es bringt einen weiter. Gleichzeitig ist mir auch wichtig, wenn ich nämlich meine Lehre dann später in den USA sozusagen, wenn ich darauf komme, ich habe zu dieser Zeit einen Lehrauftrag an der TU Graz gehabt, das heißt, ich habe da unterrichtet und daher auch meine Lehrerfahrung gehabt. Das Wichtige war jetzt für mich, 2 Ausstellungen zu gestalten, nämlich eben über Anna-Lilia Braun. Sie sollte die Ehrenmitgliedschaft der ÖGFA verliehen bekommen und ich habe dann gemeint, man könnte doch eine kleine Ausstellung machen, weil ich sie eben kannte, weil ich bei ihr als Studentin gearbeitet habe. Und das wurde auch prompt angenommen und insofern gab es dann eben eine Ausstellung in der Buchhandlung Minerva im MAC unten im Keller und einen Event, wo an einem Abend Möbel ausgestellt wurden und gezeigt wurden. Das war sozusagen der Einstieg. Und unabhängig davon eine Ausstellung über Herbert Eichholzer, der Lebensgefährte von Lilia Braun war, die in Graz eigentlich gemacht wurde. Und wir haben die mit der ÖGFA nach Wien geholt. Und Erich Bernhard und ich haben dann noch die zusätzlichen Wiener sozusagen Vergleichsprojekte dazu kuratiert.
Dann geht es weiter. Ja, der Wissensraum will auch abgebildet werden und den lässt man dann binden, sprich es gibt Bücher. Ich habe ein ziemliches Glück gehabt, dass ich meinen Einstieg mit Publikationen mit diesem Auftraggeber vor allem machen konnte. Die Österreichische Nationalbank ist an mich herangetreten. Sie wollen eine Publikation anlässlich der Eröffnung des Geldzentrums von Wilhelm Holzbauer. Und meine Idee war es aber dann, dass ich gesagt habe, naja, wie schaut es denn mit der ganzen Baugeschichte aus? Also es wäre vielleicht auch nicht uninteressant, einmal die Baugeschichte der Nationalbank aufzuarbeiten, weil die Nationalbank als potentester Bauherr natürlich in jeder Phase ihres Wirkens ein wichtiges Bauwerk hinterlassen hat. Und daraus entstand dann dieses Buch, Architektur des Geldes. Ganz im Gegenteil dazu das Buch über den Attersee, das jetzt das erste war, wo man gesagt hat, es gibt nichts, man muss was machen. Und der Erich Bernhard, mit dem ich eben in der ÖGFA relativ viel kuratorisch zusammengearbeitet habe, und ich, wir haben gemeint, machen wir ein Buch über den Attersee. Wir haben dann noch weit Herausgeberinnen eingebunden, weil es so umfangreich war, aber es ist jetzt in vierter Auflage erschienen und ja, also war sozusagen ein wichtiges Werk. Dasselbe das Buch über das Hochhaus in der Herrengasse, das wir deshalb angegangen sind, weil ich dort mein Büro habe, 2006 eben mit Irmgard Frank dort eingezogen bin und wir auch festgestellt haben, Iris Meder und ich, es gibt keine Publikation, also haben wir eine gemacht. Selbiges mit dem Donaukanal mit Peter Peyer. Dann habe ich aber auch einige einfach Auftragswerke gemacht, in dem Fall für Architekturconsult zwei Objekte quasi beschrieben, Publikationen dazu. Zweite Auflage fürs Hochhaus hat für uns dann wiederum diese Publikation gebracht. Also ich zeige das nur, um zu sehen, wie die Dinge weitergehen. Oder eben Wilhelm Holzbauer, weil er vor Weihnachten da war. Mit ihm verbindet mich eigentlich sein Ausstellungskatalog, für den ich das Vorwort geschrieben habe. Das war natürlich auch eine Folge aus dem Nationalbankbuch. Ja, weitere vielleicht nur kurz erwähnt noch, das erste Buch Strasshof, Irene Suchi, die Lagergeschichte von Strasshof aufgearbeitet hat, hat mich gebeten, für diese ihre Publikation einen Artikel zu schreiben und der hat mich sozusagen mit diesem Thema in Berührung gebracht. Die beiden sind mir auch noch wichtig. Petz Heiduk hat ein Buch herausgegeben und hat mich eingeladen, dazu über die Geschichte der Architekturfotografie zu schreiben. Und das war mir auch, habe ich gern gemacht, war mir ein Anliegen, weil ich auch die Architekturfotografie wieder als Reflexion jetzt für die eigene Architektur besonders wichtig erachte. Und ja, so, ich schaue jetzt, Kuratierung. Wie schon gesagt, erste Ausstellung über Anna-Lilia Braun hat dann dazu geführt, zu ihrem 95. Geburtstag, also sie ist ja wirklich sehr alt geworden, war noch immer aktiv, eine schöne größere Ausstellung im Haus Wittgenstein zu machen. Ja, hier, das ist Anna-Lilia Braun, hier mit ihrer Enkelin Saya Singer, die selber Architektin ist, und mit Wilhelm Holzbauer. Und dann Moderat Modern, Erich Boltenstern und die Baukultur nach 1945 im Wien-Museum, kuratiert gemeinsam mit Iris Meder, die ich quasi einbezogen habe in dieses Projekt, weil ich vorher den Forschungsauftrag quasi an Land gezogen habe, um das Werk von Erich Boltenstern aufzuarbeiten. Also im Zuge des Nationalbankbuches ist mir Erich Boltenstern selbstverständlich untergekommen und aufgefallen und wiederum, es gab nichts dazu und ich habe dann quasi dieses Werk aufgearbeitet und daraus ist die Ausstellung im Wien-Museum gefolgert. So, und dazu wieder die entsprechenden Publikationen, nämlich die Kataloge. Gut, und jetzt komme ich zur Feldforschung. Strasshof an der Nordbahn habe ich schon erwähnt. Vielleicht nur, also es war mir nur wichtig, das jetzt auch zu zeigen, dass Sie sehen, wie die Dinge entstehen. Also man interessiert sich für Themen und irgendwie wird es immer mehr. Und sozusagen dieses Feld dazwischen wird immer größer und man stellt mehr Verbindungen her. Und
findet dann Themen, die sozusagen ein bisschen abwegig sind, weil bei Strasshof haben das natürlich die meisten Leute gefunden, aber das ist schon ganz spannend. Vielleicht auch noch zum Wissenschaftlichen. Ich habe 2010 auch Dissertation gemacht, eben zum Thema die österreichische Nationalbank und ihre Architekten. Habe also wiederum generiert aus dem, was ich schon vorbereitet hatte und mich da weiterbegeben. So, und Lernen vom Raster, da geht es jetzt um Strasshof, um die Aufarbeitung dieses etwas seltsamen Ortes. Dazu habe ich mir ein richtiges Team zusammengestellt, um das wirklich, also Feldforschung ist ja eigentlich ein Begriff aus der Soziologie oder aus der Psychologie, um sich das wirklich alles anzuschauen, was an diesem sozusagen ein bisschen komischen Ort passiert oder passiert ist. Gut, da muss ich jetzt kurz zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Wir haben hier Gensandorf, hier ist Deutsch-Wagram, dazwischen ist ein weites Feld, wo eigentlich gar nichts ist. Und genau dazwischen, hier liegt Strasshof. Und genau deshalb, weil hier nichts ist und kein Ort war und eigentlich nur weites Feld, wurde ein Verschubbahnhof errichtet, 1907-08, der für Wien sozusagen an der Nordbahn die Waren umladen sollte. Und findige Investoren im 19. Jahrhundert haben diesen Plan dazu entwickelt. Und Strasshof ist die einzige Stadt in Österreich, nämlich als komplette Stadt, als komplett neu geplante Stadt, wo vorher nichts war, die am amerikanischen Raster entwickelt wurde. Das heißt, das ist das Spannende an dem Thema. Es hätte die größte und schönste Stadt Niederösterreichs werden sollen, was dann so nicht passiert ist. Und das alles hat natürlich politische Gründe, die wir noch sehen werden. Man sieht aber sozusagen die Stärke des Plans. Also das ist jetzt, so groß hätte es werden sollen. Und wenn wir jetzt uns das anschauen, dann sieht man sehr genau, wie stark der Raster da quasi implementiert wurde und wie massiv geworben wurde, eine neue Stadt dort zu gründen. Das Ganze war aber 1912. Das heißt, es war so knapp am Ersten Weltkrieg, dass die Intention eine gute war, aber natürlich nicht von Erfolg gekrönt. All diese Bilder sind, und das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, aber ich werde das jetzt nicht zu sehr ausführen, absolut amerikanisch. Also das ist Investorentum, wie es eben im 19. Jahrhundert in Amerika über war, Investoren zu gewinnen, um sozusagen großes Business zu machen und die Grundstücke, die in Strasshof schon aufgezogen waren, eigentlich an den Mann zu bringen. Also Fabriken sollten gebaut werden, Villen sollten gebaut werden, um dem Ort überhaupt eine Grundlage zu geben, abgesehen vom Bahnhof. Man hat ein neobarockes Schloss 1912 gebaut, Arbeiterhäuser. Und dieses Bauwerk, das mich letztendlich dann auch nach Amerika gebracht hat, das nämlich so ganz untypisch für österreichische Bauten dieser Zeit war, das Vereinshaus von 1909, also eine Art der Typologie, die es so nicht gab. Man sieht also, der Raster wurde aufgezogen, es wurden einzelne Häuser hingestellt, dazwischen war aber nichts. Der Ort hatte nach dem Ersten Weltkrieg wenig Chance, überhaupt sozusagen wirklich zu entstehen. So wie da, also das ist die Schule, das ist die Kirche, rundherum ist nichts, weil kein Investor jemals dort wirklich was investieren wollte. In den 30er Jahren hat man noch einmal versucht, das Ganze sozusagen auf Vordermann zu bringen. Der schöne große Raster, trotzdem hat sich niemand gefunden. Es sind in erster Linie Siedler und arme Leute aus Wien hinausgezogen und haben dort geschaut, dass sie sich Kartoffeln pflanzen oder so. Im Zweiten Weltkrieg ist der Bahnhof natürlich von großer Bedeutung gewesen. Deshalb gab es dort auch
Anhaltelager, die eben Irene Suche in ihrem Buch aufgearbeitet hat. Man sieht also, wie gigantisch das Naziregime versucht hat, diesen Bahnhof aufzuwerten. Genau. Und das ist jetzt, ich werde dann ein bisschen schneller machen, aber das ist jetzt etwas, was mir ein wichtiges Thema ist. Also wir haben gesehen, es wurde der Raster aufgezogen, man hat versucht, Investoren zu finden, aber wie entsteht Stadt? So kann Stadt natürlich nicht entstehen. Es gab noch in den 20er Jahren die Intention, hier sehen wir die Kirche, die mittig auf einem Platz steht, man sieht eine Straße, die hinführt von beiden Seiten, also wie es gehört, laut Camillo Sitte, die Kirche steht sozusagen schön im Zentrum, das war der Plan. Wenn sich aber keine Investoren finden, was macht man dann? Nach dem Zweiten Weltkrieg, es mussten die einzelnen Grundstücke verkauft werden. Es wurde sozusagen überhaupt nicht mehr städtebaulich gedacht, sondern nur sozusagen auf den Ertrag geschaut. Und auf einmal geht die Straße da vorbei. Ja, also die Kirche steht dann nur mehr am Eck und so ist es auch heute noch. Die Kirche steht im letzten Eck von diesem Ort. Rundherum sind Einfamilienhäuser. Kurz und gut, die ganze Stadtplanung ist gescheitert, weil wenn eine Stadt nicht für einen, wie soll ich sagen, einen Kaiser oder für eine größere, für ein Kaiserhaus oder wenn es nicht von einem wirklich geplant ist, der das Geld hinlegt und Stadt entwickelt, dann passiert es so einfach nicht. Also Stadtplanung kann durch Investoren nicht passieren und das ist das, was man dann sich in Amerika jetzt anschauen kann. So sieht es dort jetzt aus. Es ist einfach eine lange Straße, die das Ortszentrum suggeriert, was es aber natürlich in keiner Weise erfüllen kann. Symbol dominates space, sagen Venturi und Scott Brown. Ja, das stimmt. Architecture is not enough. Einzelne Gebäude machen noch nicht Stadt. Das, was dazwischen ist, ist das, was wesentlich ist und das kann dort nicht passieren. Man sieht an diesen Bauten sozusagen eher das ärmliche Ambiente. Es hat nicht gegriffen, was ursprünglich geplant war. Bei mangelnder Tektonik jetzt im Ort, ja, es gibt dort auch keinen Fluss, es gab keine Hügel, gar nichts, es war einfach eine Ebene, haben die Leute sich dann sogar sowas quasi umformuliert. Also die sieben Brücken, wo die Bahn drüber geführt hat, wurde halt, und man von einem Ortsteil in den anderen kommt, wurde dann zum Tal der sieben Brücken umformuliert, damit man irgendwie Identität schafft, weil es einfach sonst gar nichts gab. Und das Strasshofer Wahrzeichen ist dann eben ein Baum, die stolze Föhre, die es immer schon gab und nicht irgendein Kulturbau, nicht eine Kirche oder was auch immer. Es ist sehr schwer, überhaupt Identität zu erfahren. Das Ortszentrum ist dann die Konditorei, der Bäcker vom Ort, wo die Leute sich treffen, weil es keinen Außenraum gibt, der attraktiv genug ist, dass die Leute dort ein normales Leben, also Stadtleben, erfahren können. Das ist mir noch wichtig. Der Titel Lernen vom Raster bezieht sich natürlich auf Learning from Las Vegas, weil in Wirklichkeit haben wir auch nichts anderes getan, als die einzelnen Objekte uns angeschaut und analysiert, warum das nicht als Stadt funktioniert. Was mir dabei aber wichtig ist, ist, dass es einen persönlichen Bezug gibt. Robert Venturi und Denise Scott Brown waren im Jahr 2005 in Wien und haben bei mir in meinem früheren Büro am Mölkersteig Station gemacht und ich habe da diese wunderbare Widmung gekriegt und habe ein wirklich spannendes Gespräch gehabt, das ich glaube, das wahrscheinlich auch wichtig war in diesem ganzen Prozess. Also es ging bei Learning from Las Vegas um die systematische Analyse von Gebäuden und Werbezeichen. Wir haben das eigentlich auch gemacht, indem man sich diese einzelnen Bauten angeschaut hat. Und ja, wenn man mehr dazu wissen will, muss man sich das Buch anschauen. Das führt jetzt zu weit. Aber dieses Thema hat mich dann dazu bewegt, mich für eine Fulbright-Gastprofessur zu bewerben. Unter dem Titel Old World, New World, weil was ich mir anschauen wollte, ist, was ist jetzt stärker? Ist es der Raster, der sozusagen so schlecht belebbar ist?
Oder ist es der Raster, der in Österreich nicht funktioniert? Ist es ein politisches Thema? Ist es ein konfessionelles Thema? Hat der Raster die Symbolkraft oder hat er die tatsächliche Kraft? Wie Städtebau dann sozusagen in der Folge funktioniert oder auch nicht? Kann man sagen, europäischer Städtebau ist besser als der amerikanische Raster? Das war das, was mich nach Amerika gezogen hat. Und dort habe ich jetzt eine Referenzstadt gefunden. Ich habe mir relativ viel dort angeschaut, bin viel mit dem Auto herumgefahren und habe diesen Ort hier entdeckt, wo ich eigentlich nur wegen des Namens hingefahren bin. Montevideo, Minnesota, habe ich mir gedacht, das klingt gut. Also ich war in Minneapolis, Minnesota im Jahr 2015 und Montevideo. Und dann bin ich und das vergleiche ich jetzt mit Strasshof. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das auch eine Stadt an der Bahn ist. Es hat von der Bevölkerungsstruktur gepasst. Das habe ich aber vorher noch nicht gewusst. Bin eigentlich wegen des Namens hingefahren. Habe dort dann erfahren, es heißt nicht Montevideo, sondern es heißt Montevideo. Und das ist der große Unterschied. Aber sie sind natürlich eine Partnerstadt von Montevideo in Uruguay. Also gut. Auf jeden Fall, da haben wir jetzt dann schon den Raster. Hier liegt der Ort. Und man sieht nach wie vor, also wie stark dieser Raster im Land implementiert ist. Das ist einfach immer da. Ganz ähnlich wie in Strasshof, einzelne Häuser. Die Leute haben sich irgendwo ein Grundstück gekauft, haben dort ihr Haus hingesetzt. Also es ist so ein Patchwork mit ganz viel Freiraum dazwischen. Der Ort wurde 1870 erst besiedelt, was für Amerika relativ spät ist. Kurz danach kam schon die Bahn. Und der ganze Ort hat eben auch von der Bahn gelebt. In ganz Amerika wurde in den 50er Jahren die Bahn runtergetragen. Das heißt, die meisten Orte haben ihre Lebensgrundlage eigentlich, also die an der Bahn lagen, dadurch verloren. Alles wurde nur auf Autoverkehr umgestellt. Und insofern ist es auch aus dieser Geschichte her mit Strasshof durchaus vergleichbar, weil auch durch den Verlust der wichtigen Staaten oberhalb der Nordbahn sozusagen Strasshof von seinem Lebensnerv irgendwie abgetrennt wurde. Auch jetzt noch, Luftbild nicht, wie stark nach wie vor die Landschaft von dem Raster geprägt ist. Das ist der Ort. Hier gab es einmal ein Opera House, das ist jetzt halt nur mehr eine Bank, die leer steht. Es ist immer das gleiche Bild. Also in alten Zeiten waren die Straßen von Leben gefüllt. Jetzt, wann immer man in so einen Ort in Amerika kommt, ist er leer. Also dieser Raster, der offensichtlich das Leben immer hinauszieht, wo es keine Plätze gibt, wo die Leute sich wirklich wohlfühlen, wo sie sich treffen können, der macht schon was mit diesen Orten. Und das ist einfach zu beobachten, das ist überall dasselbe. Ja, man kommt wohin, die Orte sind leer. Da sind Menschen, weil es eine Veranstaltung gab, zu Ehren dieses Father of Independence of Uruguay. Aber sonst sieht man einfach niemanden. Genau, und das ist jetzt das, was mich fasziniert. Also das ist jetzt zweimal Strasshof und das ist Montevideo, Minnesota. Und man sieht, dass diese Anlage, also was man im Vorfeld schon weiß, die Anlage der Straßen, die Straßenbreiten, die Dimensionierung, die gerade dahinziehenden Straßen, sind wirklich in dieser Rasterdimension angelegt worden in Strasshof. Und insofern ist es natürlich dann auch nicht verwunderlich, dass das wirklich nach wie vor völlig gleich ausschaut. Und typologisch sozusagen mein Verdacht, dass das tatsächlich alles in Amerika, die Idee für Strasshof entstanden ist, wird bestätigt, wenn ich dann in Minnesota dieses Haus finde und weiß, wo das her ist. Weil das ist 1890, diese Typologie gab es bei uns sonst nicht. Und sowas sind halt dann irgendwie die Dinge, die einen freuen. Ja, und das ist jetzt ein Vorort von Detroit, den ich mir angeschaut habe. Und auch da haben wir wieder, also tue ich mir selber oft schwer, jetzt unterscheiden zu können, was ist was. Genau, was lernt man vom Raster? Urbanism follows politics, also auch nichts Neues, aber es ist gerade am Raster besonders gut festzumachen.
Ja, ich bin dann noch, ich möchte jetzt noch kurz den Raster in Amerika erklären. Ich bin eben relativ viel herumgefahren und habe mir das im Detail angeschaut. Wichtig ist zum Raster die Vorgeschichte. Also bei Implementierung der Verfassung wurde gleichzeitig die Rasterstruktur festgeschrieben. Der Raster wurde über ganz Amerika gezogen. Also man hat diesen Kontinent besetzt, hat also 200 Jahre lang da geschaut, wie man damit tut, hat die Ureinwohner vertrieben. Dann hat man gesagt, wir legen den Raster drüber. Hat das im Land Act 1796 auch noch zu Geld gemacht, indem jedes Grundstück einen fixen Wert gekriegt haben und den hat man einfach verkauft, weil der amerikanische Staat Einnahmen gebraucht hat. Das heißt, es war eine ganz klare Grundlage des Kapitalismus, ich nehme mir etwas, entweder ich habe es schon oder ich nehme es mir einfach, ich behaupte, das ist meins und dann verkaufe ich es weiter. Na, so kann man natürlich gut Geld verdienen. Und die erste Stadt am Raster gegründet war Philadelphia 1683. Also die reichen Engländer haben ihr Wissen nach Amerika gebracht, wie Kolonialisierung funktioniert, wie es schon die Römer, die Griechen gemacht haben, nämlich über die Rasterstruktur, haben später den Great American Grid formuliert, haben ganz klare Einteilungen getroffen, um diese Grundstücke zu verkaufen. Und nach wie vor schaut es so aus. Ja, das ist aus 1787. Und da ein Beispiel, Manhattan, wie stark sozusagen der Raster gegriffen hat, ein Plan von 1777. Man sieht also, wie wunderbar die Insel noch einfach normale Landschaft war, unbeeinflusst im vorderen Bereich hier ist dann der Süden von Manhattan. Dazu nur kurz historisch, 1624 sind als erstes die Holländer auf der Insel eben Manhattan gelandet, haben New Amsterdam gegründet. 1641 gab es einen Krieg gegen die Ureinwohner, womit die endgültig vertrieben wurden. Und 1664 gab es dann einen Krieg gegen England und die Engländer gewannen diesen Krieg und haben quasi die Niederländer unterdrückt. Und man sieht nämlich anfangs, dass das wunderbar, wirklich kleinteilig niederländisch, also mit den Häuschen, mit einer Gracht, mit dem Schloss, das Ganze noch mit einer Stadtmauer umgeben, also durchaus europäischen Charakter hatte. Ja, oder da mit einer kleinen Windmühle. Also das hat doch was uns alle anspricht. Dann kamen die Engländer, dann ist es schon alles ein bisschen dichter und tougher geworden. Und da sieht man schon, wie der Raster sozusagen angelegt wurde. New York war zu dieser Zeit auch Hauptstadt, also anfangs mal Hauptstadt in der Vereinigten Staaten. Wir sind jetzt in 1797 und 1811 hat man dann so den Raster drüber gehaut. Also wir haben uns, hoppala, das war das Spitzel und 25 Jahre später hat man so den Raster über dieses ganze Land, das wir anfangs gesehen haben, das wunderbar sozusagen ja auch in der Tektonik natürlich vorgegeben war, hat man also schon ziemlich brutal unter Kontrolle gebracht. Und was interessant ist, ist, dass es ihnen selber dann aber offensichtlich zu dicht geworden ist. Also 1811 war nur dieser kleine Grünbereich vorgesehen. Man hat dann erkannt, 1850, man muss doch ein bisschen mehr Raum geben und hat dann den Central Park planen lassen, der doch dann eine wesentlich größere Dimension gekriegt hat. So, und jetzt nur kurz ein paar Bilder. Also das war jetzt sozusagen im dicht verbauten Gebiet, wie der Raster funktioniert. Das jetzt ein paar Bilder, wie es am Land ausschaut. Ich habe als Aufhänger für meine Vorlesung in Amerika gehabt, eben Old World, New World, und habe versucht, den Studenten zu erklären, anhand von Ortsnamen, die Sie kennen, die Sie in Amerika haben, wie die echte Stadt in Europa ausschaut. Was relativ leicht ist, man hat eben New Prague und zeigt ihnen Prag und man hat New Ulm und zeigt ihnen Ulm und so weiter und so fort. Ich war in Stockholm, ich war eben in Munich, whatever.
Es ist irgendwie ganz lustig. Und eine Vorlesung hat geheißen From Athens to Hamburg. Und es gibt nämlich, das ist Wisconsin. Ich war hier, das ist Minnesota, Minneapolis, Twin Cities, Minneapolis, St. Paul. Bin mit dem Auto zum Lake Michigan, über den Lake Michigan nach Michigan gefahren, weil ich dort studiert hatte und dort wieder hin wollte. Und hier mittendrin ist also Athens hier und Hamburg hier. Und sozusagen, um sich einfach anzuschauen, was passiert da. Es geht wiederum darum, wie funktioniert der öffentliche Raum, ja? Wie funktioniert der Raster, der auch in diesen kleinsten Städten angelegt ist. Es ist immer dasselbe. Man kommt hin, man hat zu breite Straßen, die leer sind. Ja? Also man hat geparkte Autos, aber man findet nie einen Menschen auf der Straße. Die Leute fühlen sich einfach nicht wohl. Es gibt zu wenig urbanes Leben in den kleinen Städten. Das ist normal. Ja? Es ist nicht so, dass ich, das war Anfang September, dass ich da zu irgendeiner Unzeit dort gewesen wäre. Das ist einfach der normale Anblick einer amerikanischen Stadt. Und wieder, wie schon Venturi und Scott Brown gesagt haben, Architecture is not enough. Also es gibt ein paar nette Häuschen, aber dazwischen passiert kaum was. Okay, und da bin ich, das war Athens und jetzt fährt man also nach Hamburg und hat da sozusagen die Retissima. Ja, das ist vielleicht auch was ganz Witziges, diese Verkehrszeichen, die sind ernst zu nehmen. Also das ist Amish-Gebiet und Amish breiten sich immer mehr aus. Die machen die wirklich gute Landwirtschaft, nämlich dieses sozusagen Back to Nature oder Local. Es ist sehr in Amerika und die Amish haben wirklich noch mit dem Ochsen und dem Pflug die Acker bestellt. Also ich bin da durchgefahren und dann sieht man irgendwie, wo der mit dem Ochsen im Pflug am Acker steht und einem winkt. Das ist wirklich so. Ich habe sogar einen Unfall gesehen mit so einer Kutsche. Egal, da fährt man vorbei und dann kommt man in das Center von Hamburg, Wisconsin und das ist dann das hier. Da ist eine Kirche und dann ist ein Friedhof und es stimmt schon, der Friedhof hat lauter deutsche Namen. Aber mehr ist es nicht. Und dann fährt man weiter und ich bin jetzt also mitten in Hamburg, Wisconsin und dann habe ich ein kleines Zeichen gefunden, da steht Hamburg 108. Das war Wisconsin. Genau, und dann vielleicht noch, also wir waren jetzt da mitten in der Natur, suggerierte europäische Städtenamen, aber in the middle of nowhere. Umgekehrt, ich war in Detroit, wo ich auch schon 1988 war, wo ich studiert habe, das damals schon ziemlich heruntergekommen, aber doch noch dichter verbaut ist. Und was passiert dort? Back to Nature. Also sie haben wahrscheinlich 3/4 der Bebauung im Stadtzentrum niedergerissen und die Natur wächst einfach drüber. Das ist dann, finde ich, wieder schön zu sehen. Also hier ist Downtown, das auch ausgedünnt ist wie nur was, aber das ist alles niedergerissen, wächst wieder zu. Wobei Detroit ist ein Sonderfall, das ist auf einem wirklich guten Stadtplan gegründet worden, ist aber dann später durch Autoindustrie und so weiter quasi auch immer mehr eben zur Motor City geworden, hat sich in dieser Art nie entwickeln können, wie das Intention der Planer war. Und hier noch einmal, man sieht, das sind wirklich nur mehr so einzelne Gebäude, die da sind, aber wie sich das ausdünnt, wie türkis der Fluss ist, total sauber, das war ja die ärgste Industriegegend von den USA, das ist alles wunderbar. Und da wachsen jetzt die Felder. Und das Interessante ist, dass da wirklich wie auf abgebranntem Land völlig neues Leben entsteht. Also es wird jetzt Urban Gardening mitten in der Stadt gemacht. Das heißt, das ist wirklich back to local. Das wird gepflanzt und im Ort verbraucht. Es ist billig, es kommen viele junge Kreative hin, die ganz neue Ideen bringen. Und es gibt, glaube ich, wöchentlich die sogenannten Slow Rides. Das sind riesige Fahrradgruppen, die einfach durch die Stadt fahren. Tausende. Das heißt, die Leute holen sich den öffentlichen Raum zurück. Da, wo nichts mehr passiert, wo niemand ist. Aber die haben schon verstanden, dass sozusagen das Auto am Ende ist und dass wir uns diesen öffentlichen Raum wiederholen müssen. Und das sind Dinge, die ich dann total spannend finde, wo man sozusagen, wenn es ganz runtergegangen ist, eigentlich wieder bei Null anfängt und wahrscheinlich gute Chancen hat, diesen Raum,
diesen öffentlichen Raum neu zu gestalten. Das sind Vororte auch dort. Also die meisten Häuser sind weg, die Feuerwehr patrouilliert dort nicht umsonst, weil dauernd noch irgendwas niederbrennt und der Rest wächst einfach zu. Aber dann gibt es auch sowas, das habe ich eben gesehen, wie ich dort war, sowas wie Ausgrabungen, und zwar Schienen. Das ist jetzt eine eigene Geschichte, aber es wurden in Amerika vorsätzlich die öffentlichen Verkehrsmittel runtergefahren. Es hat in vielen Städten, in Minneapolis zum Beispiel, sogar so weit gereicht, dass die Schienen aus den Straßen rausgerissen wurden, damit nur ja nie wieder quasi öffentlicher Verkehr stattfinden kann. Und in Detroit, Motor City Detroit, Zentrum der Autoindustrie, hat man gebaut eine Straßenbahn, weil sie sehr wohl erkannt haben, dass natürlich nur der öffentliche Verkehr, nämlich öffentlicher Massentransport, eine Stadt wieder zum Laufen bringt. Sieht man hier, so ein Netz soll wieder gebaut werden. Motor City Detroit, sowas ist schön zu sehen. Gut, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende. Noch kurz, was sind jetzt meine weiteren Projekte? Wo habe ich mir auch gedacht, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Es ist eigentlich wieder aus jedem Gebiet eins. Also Praxis, da haben wir wieder das kleine Makel hier. Ich plane zurzeit gerade ein kleines Haus an der Alten Donau, ein Kleingartenwohnhaus. Ich habe mit der Iris Meder wieder eine Publikation in Planung über Bad Gastein, das ja auch relativ heruntergekommen ist, wie man hier sehen kann, aber das wahrscheinlich jetzt auch gerade wieder, ja, also wo es jetzt eh Rettungsszenarien gibt und sicher ein total spannendes Thema, über die Baukultur von Bad Gastein aufzuarbeiten. Ich habe einen Vortrag, den ich schon öfter gehalten habe und der mir wirklich ein großes Anliegen ist, My Home is My Castle, das schwere Erbe von Suburbia, wo die Geschichte des Suburbs erzählt wird, und vor allem die Auswirkungen. Suburb beginnt 1800 in England, über Amerika schwappt es ja aber über den Urban Sprawl zu uns zurück. Und wo mir auch wieder das Politische ganz wichtig ist, nämlich das sind die Suburbs mit ihren völlig geschlossenen Häusern, wo die Leute nicht mehr rausgehen, wo sie sich abschotten vom öffentlichen Raum. Diese Szenarien wurden in den 50er Jahren sozusagen geschaffen, aber was man halt nicht so gewusst hat, ist, dass das immer damit einhergegangen ist, dass sozusagen der American Dream im Suburb, das eigene Haus, das Lebensglück, Familie und so weiter, ist einhergegangen mit massiven Niederreißen der Innenstädte, so dass die Leute hinausziehen mussten. Also wie stark politisch geprägt immer, nämlich vom Investorengedanken Stadtplanung unter Anführungszeichen in den USA war. Ja, und das waren gut funktionierende Viertel, die einfach niedergerissen wurden und die Leute mussten dann ins Suburb ziehen und die anderen mussten in einen Wohnwagen ziehen, weil sie einfach nichts mehr zum Wohnen hatten. Und die Bauten wurden vorsätzlich niedergerissen, ohne dass dort schon wirklich was geplant war. Also man hat einmal niedergerissen, damit man die Leute los war und hat das dann liegen lassen und geschaut, dass das Grundstück viel wert wird und dann hat man neu gebaut. Ja, und dann bin ich in Amerika auf die Architektin Liesl Close-Scheu gestoßen, die mir vorher natürlich gar nichts gesagt hat. Sie kommt aus der berühmten Wiener Familie Scheu, die vor allem politisch berühmt war. Die ganze Familie war in der Wiener Sozialdemokratie verankert. Sie ist aufgewachsen im berühmten Haus Scheu. Ihre Eltern waren die Bauherren des Haus Scheu von Adolf Loos. Und sie war als Sechsjährige schon, war sie sozusagen schon durch ihre Bekannten, Verwandten vorgesehen, um vor dem Bundespräsidenten und allen möglichen Politikern ein Gedicht in englischer Sprache aufzusagen. Sie hat an der TU zu studieren begonnen, ist 1931 ans MIT gegangen und dann nach Minnesota übersiedelt, ist dort geblieben und ist die bekannteste Architektin Minnesotas. Man kannte sie bei uns gar nicht und sie ist wirklich fantastisch, hat ein Riesenwerk hinterlassen, gemeinsam mit ihrem Mann, wobei sie aber die war, die das Büro in erster Linie geführt hat und man hat also von Universitätsbauten über jede Menge, das gefällt mir besonders gut, Einfamilienhäusern, eine riesige Bandbreite an Architektur und sie möchte ich unbedingt mit einer Ausstellung nach Wien bringen.
Und umgekehrt war ich jetzt im November gerade wieder in den USA und habe, weil in Minneapolis die erste komplett geschlossene Shopping Mall der USA von Victor Gruen geplant errichtet wurde, habe dort einen Film, den es über Victor Gruen, den quasi Erfinder der Shopping Mall, gibt, von Annette Baldorf und Katharina Weingartner gezeigt und gemeinsam mit Annette Baldorf dann eine Diskussion an der School of Architecture gemacht. Und das war auch total spannend, sozusagen dieser Austausch, österreichische Kultur sozusagen über Victor Gruen landet in Minneapolis, wir reden jetzt drüber, wie sind die Auswirkungen. Also da ist ganz viel drinnen, das irgendwie den Austausch notwendig macht. Und es gibt eine Ausstellung über diese Shopping Mall Southdale und die möchte ich wiederum gerne nach Wien bringen. Genau, und als Abschluss jetzt noch eine lustige Begebenheit. Ich habe dieses Heft aus der Bibliothek mir geholt, wie ich gekommen bin, und das stand dann längere Zeit in meinem Regal unbeachtet. Und für einen meiner letzten Vorträge dort habe ich es mir angeschaut. Und zwar war es vom Chamber of Commerce, also von der Wirtschaftskammer sozusagen, aus dem Jahr 1975, ein sehr, sehr kritischer Bericht über die Entwicklung des Städtebaus in den USA. Also man hat sehr bald eigentlich erkannt, schon nach 15 Jahren, dass die Eliminierung des öffentlichen Verkehrs, das Setzen aufs Auto, die Suburbanisierung sich ganz, ganz negativ auf die Stadt ausgewirkt hat. Und das stand also in diesem Heftel, und erst dann habe ich mir gedacht, irgendwie, diese Grafik kommt mir irgendwie bekannt vor. Es ist nämlich Wien. Es ist einfach am Kopf gestellt, ein Plan von Wien gewesen, und deshalb habe ich es nicht gleich erkannt. Und dann muss man es nur umdrehen und es ist Wien. Und dann denke ich mir, ja, das macht schon Sinn. Also die werden sich schon dabei was gedacht haben, obwohl es nicht einmal bezeichnet war. Ich habe dann drinnen gesucht, ob das irgendwo beschrieben war, dass es Wien ist. Es war nicht beschrieben. Das heißt, die haben sich das einfach hergenommen. Aber natürlich, sie haben schon gewusst, warum, weil Wien ist schon vom städtebaulichen Gefühl, das man hier hat, vom Leben, das hier möglich ist, ganz was anderes wie der Raster in den USA. Das ist das, was ich mitbringe. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke Judith für den sehr reichhaltigen Vortrag. Ich weiß nicht, möchte jemand von Ihnen gleich irgendwie direkt darauf replizieren? Also es waren so viele Themen, wo man nachhaken kann. Also nicht was mir, ich habe mir irgendwie ein paar Notizen gemacht und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange beim ersten an. Du hast dann selber irgendwie auch gesagt, die Architekturfotografie ist für dich dann auch wieder so eine Reflexion der eigenen Arbeit. Und schon länger, bevor du das gesagt hast in dem Vortrag, habe ich mir gedacht, du zeigst diese Bauten mit den sehr geringen Budgets, aber es werden dann Grafiker beschäftigt, das ist alles von guten Fotografen fotografiert. Andere Architekten sagen mir immer, ja, also fotografieren lassen wir das nicht, weil das zahlt ja keiner und da ist Honorar so klein, da geht es aber meistens um größere Dinge als bei euch. Eine Frage wäre jetzt, warum könnt ihr euch das leisten oder ist das einfach pure Professionalität oder auch? Naja, oder ist das auch der Blick der Theoretikerin, der das dann anders? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es schon der Blick auf die Notwendigkeit der Reflexion. Ich meine, das ist eine eigene Profession. Wenn ich herumreise, mache ich auch gerne meine Fotos, aber das sind halt Fotos. Aber sozusagen die subjektive Objektivität hinter dem Objektiv, das ist ja wieder ein völlig eigenes Werk, das dann die Fotografen, Fotografinnen daraus machen. Deshalb finde ich es total wichtig, dass man fotografieren lässt, dass man... Natürlich kann ich selber ein Foto machen, aber ich habe zum Beispiel ein Projekt nicht gezeigt, das ich 2015, 16 gemacht habe, auch ein Umbau von einem Fuhrwerkshaus im 12. Bezirk, was wirklich total, also für mich super geworden ist, aber ich wollte es nicht zeigen, weil ich so schlechte Fotos habe, weil ich mir denke, da bringe ich das gar nicht selber rüber.
Ja, das kann, ich brauche bei den Fotos dann nicht so viel erklären wie, und so teuer ist es nicht. Ich meine, das ist schon eine Frage der Professionalität, finde ich. Otto Kapfinger. Also vielen Dank, das war sehr beeindruckend, vor allem der zweite Teil. Und als Stichwort bleibt mir da einfach wie Architecture is not enough. Also da, ich finde gerade diese Arbeit, die ist mitten im Zentrum dessen, was heute wirklich Not tut, sich zu beschäftigen. Also diese Art von Entleerung der Städte einerseits oder Rückkehr zu ganz anderen Formen und da also diese Kompetenz hereinzubringen und das finde ich unglaublich spannend. Ich finde diesen Ansatz vom Raum her, von den Wirtschaftsgefügen, von den politischen Gefügen her, sich dort also wirklich einzubringen, das finde ich unglaublich wichtig. Und da ist also von der Forschung her, aber auch von politischer Aktivität und was sich sozusagen selbstständig tut, ich finde, das ist momentan ein total brennendes Thema. Ja, absolut. Das ist auch das, was mir wichtig ist, was ich jetzt vielleicht, weil ich mir doch da irgendwie keine Stichworte gemacht habe, was mir so ein Anliegen ist. Ich bin natürlich eine sehr starke Kritikerin der Investorenarchitektur. Ich meine, ich weiß schon, dass das wenig möglich ist ohne Investoren, das ist mir klar. Aber das, was man in Amerika erlebt, das ist, dass nur quasi das jeweilige Grundstück zählt. Und wie man dann historisch weiß, warum? Weil immer schon Land verkauft wurde. Das heißt, die Leute haben immer davon gelebt, dass ein Grundstück verkauft wurde und jeder geschaut hat, dass er daraus macht, was geht, nämlich so viel Geld macht, wie geht. Wir haben einen ganz, der öffentliche Raum zählt nicht. Ja, sozusagen der öffentliche Raum wurde nie vorgegeben, das ist den Amis einfach wurscht. Es geht um das jeweilige Lot. Und das ist etwas, was wir wertschätzen müssen, dass wir durch diese imperiale Struktur, wo eben der Kaiser gesagt hat, wir machen jetzt die Ringstraße, weil wir wollen natürlich, was weiß ich, vorm Rathaus den Aufmarschplatz und die Theater und all das. Das hat ja immer sozusagen eine übergeordnete sinnstiftende Planung inne gehabt. Und da müssen wir bleiben. Und deshalb bin ich auch wirklich strikt gegen ein Heumarktprojekt und so weiter, weil da geht es ja wieder nur um das jeweilige Bauwerk. Und das darf nicht passieren. Ja, das macht die Städte kaputt letztendlich, ob im Kleinen oder im Großen. Und das ist auch das, was in Strasshof sozusagen ablesbar ist. Da hat halt jeder dann sein Grundstück bebaut und jeder hat dort jetzt ein nettes Häuschen und einen schönen Garten. Das ist alles nachgewachsen. Aber natürlich hat sich nie jemand um den sozialen Raum, nämlich den öffentlichen Raum, gekümmert. Stadt kann so nicht entstehen. Nicht? Es geht immer um die Menschen und um die Beziehungen, die in der Stadt sich bewegen. Ja, ich möchte gerne aufsetzen auf den Vortrag und wirklich danken für die Inspirationen, die die vielen schrittweise vorgetragenen Argumente gebracht haben. Was mich dazwischen jetzt beschäftigt ist, dass wir ja parallel in der Geschichte der Menschheit auch die Geschichte der Commons haben. Und das ist etwas, was aus dem agrikulturellen Bereich gekommen ist. Das ist im Burgenland die gemeinsame Allmende genauso gegeben hat wie in Boston, Boston Commons. Das ist der Stadtplatz von Boston, ist eigentlich was übergeblieben ist von diesem Flurteilungen, von denen wir heute so gut gehört haben. Und das Tragische ist, dass sich eben der durchsetzt, der jetzt mit der Gewalt der finanziellen Mittel auch drüber hinweggewalzt ist. Also die Geschichte ist gut dargestellt zwischen New York und Detroit, klar. Aber irgendwo hatte ich jetzt auch noch einmal über dieses Raster als ein intellektuelles Gesprächsthema gerne das Publikum nachdenken lassen wollen. Und vielleicht auch rein assoziativ ist mir jetzt eine Publikation in die Hände geraten vorige Woche, das Lebenswerk von Franz Kneißl. Und der hatte vor vielen Jahren als Künstler MOBA erfunden. MOBA als das Monster, das ist also jetzt die Bürokratie, die Verwaltung, das ist die Administration. Und dagegen stehen eigentlich die vielen feinen kleinen Projekte von Judith Eibelmeier, die auf den Parzellen das Leben wertvoll machen. Also so ist mir jetzt das so
als Dialogisches eingefallen, dass dieses Beispiel des niederösterreichischen Strasshof, wir hätten sicher auch Flurteilungen aus Ägypten oder aus Südamerika jetzt vorgestellt bekommen können, uns darum geht, wie wir Baukultur weiterentwickeln und was wir eben jeder mit seiner eigenen Vision oder Sehweise schaffen kann. Also Gratulation für dieses Werk und das war mein Kommentar dazu. Ja, danke. Danke. Möchte noch jemand sich einbringen, weil sonst denke ich, dass die Maria Auberg jetzt auch ein wunderbares Schlusswort gesagt hat. Ja, danke. Ah. Raster ist ja ein sehr komplexes Thema, aber vielleicht eine Frage der Thomas Jefferson, der eigentlich das Rastersystem eingeführt hat, war ja eigentlich der große Proponent der Aufklärung. Ja, und eigentlich die Intention hat eigentlich, die war natürlich fast naiv, ja, rationalistisch, aber ich glaube, es gibt so viele Facetten beim Raster. Du hast eine Komponente gebracht, die problematisch ist oder mehrere, aber ich glaube, dass der Raster doch im Sinne von Jefferson ein Symbol der Egalität war. Das war ein wirklich politisches Symbol und eigentlich, dass die sozusagen die